APRS steht für Automatic Packet Reporting System. Das System wurde vom amerikanischen Funkamateur Bob Bruninger entwickelt. Mit APRS lassen sich die geografischen Positionen von ortsfesten oder beweglichen Amateurfunkstationen, Schiffen und manchmal auch Flugzeugen auf einer Landkarte auf dem Bildschirm eines Computers darstellen. Bisher war die Nutzung von APRS in Fahrzeugen recht aufwendig. Man benötigte ein APRS-taugliches Funkgerät oder, für nicht APRS-taugliche Funkgeräte, eine Zusatzplatine, die in Verbindung mit einem GPS-Empfänger selbstständig die GPS-Daten aufbereitete und aussendete. Die kleine, aber feine Hightech-Schmiede Jäger, EDV und Dienstleistungen hat sich dem Problem der vielen Einzelkomponenten angenommen und herausgekommen ist das Modell All-in-One R2 Tracker in der zweiten Version. Eine kleine Box mit den Maßen 120x82x35mm, die in jedes Handschuhfach oder in die Ablage eines Autos passt. Der versteckte Festeinbau in den Kofferraum sollte bevorzugt werden. Das Ein- und Ausschalten des All-in-One R2 erfolgt dann automatisch. Selbst der Wechsel von einem zum anderen Fahrzeug ist mit wenigen Handgriffen getan. Genauso leicht ist sie am Fahrrad, am Motorrad oder im Wohnwagen unterzubringen. Im Lieferumfang sind neben dem Tracker eine GPS-Aktivantenne, der Stecker für die Stromversorgung, ein USB-A nach USB-B-Kabel, die Anleitung und die Software auf einer CD enthalten. Im Inneren des All-in-One R2 Trackers befindet sich ein Duoband-Transceiver mit 5 Watt Sendeleistung für 2 Meter bzw. 70 cm, ein GPS-Empfänger, eine Spannungsaufbereitung und die Tracker Logic. Die Vorderseite des Gerätes ist mit Status-LEDs, einem Schiebeschalter für die Stromsparautomatik und einem zweiten Schiebeschalter für die Auswahl aus 2 Nutzerprofilen ausgestattet. Die USB-Buchse auf der rechten Seite und der vertiefte Reset-Knopf werden lediglich für die Konfiguration benötigt. Hinten finden wir die Anschlüsse für die aktive GPS-Antenne und die Antenne für das 2 Meter bzw. das 70 cm Band. Genutzt werden kann entweder eine fest eingebaute Antenne oder eine Lambda-Viertel-Antenne mit Magnetfuß. Die Stromversorgung erfolgt über eine 5-polige und rüttelfeste Systemklemme. Entweder wird der All-in-One R2-Tracker fest in das Bordnetz eingebunden oder über den Zigarettenanzünder betrieben. Eine spezielle Stromsparfunktion sorgt dafür, dass beim Betrieb auf dem Fahrrad, einem Heißluftballon oder einem Boot die Versorgungsspannung des Funkgerätes nur für die jeweiligen Aussendungen eingeschaltet wird. Die Konfiguration mittels der beigefügten Software ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt. Die meisten Parameter sind bereits voreingestellt. Es fehlen eigentlich nur noch die beiden Profileinstellungen mit Eingabe des eigenen Amateurfunkrufzeichens sowie des gewünschten Barkentextes. Ist der All-in-One R2-Tracker nun im Fahrzeug, Boot oder Flugzeug installiert, sendet er je nach Konfiguration intelligent seine Daten mit Standort, Höhe, Geschwindigkeit, Rufzeichen und einem frei wählbaren Text. Über die URL www.aprs.fi wird nun auf einer Karte live und fortlaufend die Position angezeigt. Hier ein Beispiel einer Testfahrt südöstlich von München. Durch seine Vielseitigkeit ist der All-in-One R2-Tracker weltweit einsetzbar. Die Frequenzen können länderspezifisch angepasst werden, zum Beispiel 144,800 MHz Europa, 144,390 MHz USA, 145,175 MHz Australien. Einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen die sehr saubere Verarbeitung, das robuste Aluminiumgehäuse und der kompetente Service bei technischen Fragen. Weitere Infos gibt es auf www.jäger-edv.de. Doch wie kommen nun diese Daten vom Fahrzeug in das Internet und somit auf Ihren PC-Bildschirm? Hier kommt das APRS Multifunktions iGate ins Spiel. Dazu mehr im nächsten Dr. Disch Magazin ab dem 1. Dezember.